Gleich fest. Voraussetzung wäre nur, dass ich den Wagen sehr schnell kriege. Ich brauche einen. Da finden wir schon einen Weg. Ich habe doch richtig gehört. Der Wagen ist aus erster Hand und unfallfrei. Jawohl. Das ist ein Garagenwagen. Der fährt noch wie eine Eins. Unfallfrei. Hab's dir nicht ausdrücklich gesagt. Unerbauer kannst du den Wagen. Aber von der Schaltung lässt du die Finger davon. Da haben wir die Sauerei. Der Kerl ist ja zu blieben, einmal Wasser und zu treten. Sag mal, ihr Leute. So, ich glaube, ich hab's denn nicht mehr alle. Wer soll das bezahlen? Für den Wagen, da werden mir noch 2350 Mark angerechnet. Das krieg ich schon wieder hin. Ach nee, sagen Sie, und wann ist das? Wann ist das fertig? Heute soll ich mein BMW kriegen. Du, was soll ich denn denen sagen? Sie kriegen in 3 Tagen den Wagen wieder. Das verspreche ich Ihnen. Und gleichgültig, was da kaputt gegangen ist. Sehe werden Sie davon nichts mehr. Dafür stehe ich ein. Ja, wenn Sie den nehmen. Der kommt gerade aus der Werkstatt. Aber 3-1? Bei dem sind Sie nicht angeschmiert. Papi! Wie kommst du denn in das Auto? Das gehört mir. Steig ein. Du mir noch mal sagen. Ruhig, Paps, Berufsverkehr. Du steigst lebendig wieder aus. Entschuldigen Sie, ich habe heute Mittag den Fiat 850 gekriegt. Aber der fährt manchmal ganz komisch, glaube ich. Ja, Fräulein, dann müssen Sie morgen kommen. Jetzt ist Feierabend. Na, immer noch Kummer? Mädler. Monika Bach, ich komme mit dem Wagen einfach nicht klar. Das Auto ist voll bepackt, Moni. Auch voll bepackte Autos müssen geradeaus fahren können. Ach so, und das tut der nicht. Nein! Das heißt, der fährt schon geradeaus, nur manchmal nicht, wenn ich bremse. Dann habe ich das Gefühl, er fährt viel weiter rechts, als ich lenke. Besonders, wenn ich etwas schneller fahre. Also los, fahren wir mal. Na, dann brauche ich mich ja nicht drum zu kümmern. Den nächsten Führerschein mache ich selber. Schmidting kommt. Ich bin gleich wieder zurück. Fräulein Mettler. Eben nicht, aber selbst dann müsste sie längst zurück sein. Vielleicht hat sie noch was erledigt. Ohne Handtasche, ohne Papiere? Sie fährt ja auch das Auto zur Probe, ohne Papiere. Ja, weil Fräulein Bach sie auf dem Hof darum gebeten hatte. Und als sie rausfuhr, hat sie noch zu Herrn Jünger gesagt, ich bin sofort wieder zurück. Wörtlich. Noch nicht? Nein. Auch kein Anruf? Ja, ich habe eben Fräulein Walter noch mal gefragt. Außerdem läutet sie sofort hoch. Das ist jetzt 1 Stunde her. Ja. Na, bald 1,5 Stunden. Und sie weiß, dass sie hier erwartet wird. Sie war mit Kunden verabredet. Aber die sind inzwischen weggegangen. Ja, bis auf den jungen Mann, der wartet unten. Fräulein Bach und er wollten heute noch zum Chiemsee. Gehen Sie runter, lassen Sie sich sagen, was das für ein Wagen ist. Aber fragen Sie das nicht den jungen Mann. Der muss nicht unbedingt merken, dass wir uns hier auch Gedanken machen. Den Wagen, den kenne ich. Das ist der kleine Fiat 850. Der, mit dem wir die TÜV-Schwierigkeiten haben? Genau. Ja? Augenblick, ich verbinde. Direktor Fisberg. Rufen Sie die Polizei an. Fragen Sie, ob der Fiat innerhalb der letzten Stunden in einen Unfall verwickelt war. Lassen Sie sich sicherheitshalber vorher das Kennzeichen sagen.
Chef, kommen Sie runter. Sind Sie da? Der Wagen. Sie was damit zu tun? Das ist der Wagen von meiner Freundin. Und sind da noch Sachen von Ihnen drin? Sagen Sie mir doch, wo meine Freundin ist. Keine Ahnung. Ich nehme an, die haben sie ins Stadtkrankenhaus gebracht. Bis wir kommen, sind die meisten schon weg. Aber ich habe den Wagen doch gefahren. Sie sind nicht so raus, wie Sie rein sind. Wenn nur der Notarztwagen da war, dann haben sie überlebt. Da kommen keine Tote rein. Hätte ich doch was merken müssen. Also macht doch mal Platz, Leute. Oder habt ihr noch nie einen Unfallwagen gesehen? Komm, Platz, mal runter. Was ist denn mit Fräulein Mettler? Im Krankenhaus. Mehr wissen die nicht. Da ist was faul, Karl. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich hab den Wagen doch gefahren. Ja, eben drum. Rallye-Fahrerin. Die donnert doch den Wagen nicht so zusammen. Wie ist denn das passiert? Und wissen Sie, was jetzt mit den Sachen von Moni passieren soll? Da ist kein anderer dran beteiligt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir stellen den Wagen hier ab, weil die Mutter der Besitzerin das der Polizei gegenüber so angegeben hat. Aber nicht, was mit dem Gepäck geschieht. Wie ist denn das nun? Übernehmen Sie alles oder nur das, was Ihnen gehört? Ich übernehme das alles. Und sind Sie hier bekannt? Das geht schon in Ordnung. Also, auf geht's. Bitte, Herrschaften, ja? Bitte. Mal die Strecke. Bremst du hier schon? Wie der Kurve? Wenn überhaupt, dann nehme ich höchstens das Gas weg. Warum? Die Bremsspur ist noch gar 6 Meter. Wie kommt denn der Ware da rechts in die Bäume? Vielleicht wild. Ein Haas. Es ist bekannt, dass man im Reflex lieber der Ware verweist. Um Haas auszuweichen, bremst keiner derart ab. Sieh dir die Spur an. Die geht klar nach rechts rüber. Dann hat sich der Ware überschlagen. Also hatte sie einiges drauf. Ja. Die hat voll abgebremst und dabei nach rechts gezogen. In die Bäume. In die Bäume. Wegen Maas. Da ist was dran. Eben. Was willst du denn machen? Die 110, bitte. Ja, stellen Sie durch. Hier ist Dietz, Autohaus Neubert. Es geht um den Unfallwagen mit dem amtlichen Kennzeichen DA-WK147. Ein kleiner Fiat. Ja, die Augenblick, verbinde. Nimm bitte mal das Gespräch. Ja, dem sollte man in jedem Falle nachgehen. Weil die Spur nach harter Bremsung direkt in die Bäume führt. Das muss ja seinen Grund haben. Die Sicherstellung des Fahrzeugs wird angeordnet. Ich schicke die Streife hin. Ist Ihnen inzwischen die Identität der Fahrerin bekannt? Augenblick. RK Darmstadt 52 von Heiner, kommen. Hier RK 52 Darmstadt, kommen. Ist etwas über die Identität der Fahrerin bekannt geworden? Nein, keine neuen Erkenntnisse. Vielleicht wissen die in der Poliklinik was, dort haben wir sie hingebracht. Und die andere Schwerverletzte? Wird mit amerikanischem Hubschrauber in Neurochirurgie nach Frankfurt geflogen. Ende. Ende.
Über die Fahrerin ist nichts bekannt. Fahren Sie in die Poliklinik. Ende. Verstanden. Ende. Bleiben Sie bitte am Apparat. Wir haben die Identität der Fahrerin. Ach, bringen Sie das doch bitte in die Poliklinik. Aufnahme. Weiß man schon was? Ich will jetzt telefonieren. Die Polizei konnte ihre Personalie nicht feststellen. Demnach ist sie noch nicht bei Bewusstsein. Was macht mein Gespräch mit der Poliklinik? Ja. Herr Brenzberger? Ja? Sie kommen dann bitte mal hoch zu mir. Ja? Stellen Sie durch. Da, was gibt's? Ist das der Wagen, der eben hierher geschleppt worden ist? Ja. Uns liegen Verdachtsmomente vor, dass an dem Fahrzeug technische Mängel sind, die für den Unfall ursächlich waren. Der Wagen ist erstmal sichergestellt und wird dann von einem Sachverständigen überprüft. Sorgen Sie dafür, dass nichts verändert wird. Was gibt's an dem Schrott noch sicherzustellen? Von welchem? Da hat der Staatsanwalt noch seine Hand drauf. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Schwester. Und ob und wo Fräulein Mettler Verwandte hat, das weiß ich nicht. Aber vielleicht geht das aus den Papieren hervor, die in Ihrer Handtasche sind. Einer unserer Verkäufer ist bereits mit der Tasche unterwegs. Ja, meine Nummer für alle Fälle haben Sie. Und wenn ich sonst irgendwas tun kann. Ja. Danke. Also, Wiedersehen. Warum haben die den Bock eigentlich hier abgestellt? Der gehört doch zum TÜV. Nicht unbedingt. Wenn denen ihr Sachverständiger ausgebucht sind, macht's halt ein Privater. Nehmen Sie Platz. Sie stellen nur durch, wenn es dringend ist. Zuerst, wie kommt Fräulein Mettler überhaupt dazu, einen Wagen Probe zu fahren? Wenn sie sich reinsetzt, kann ich's verhindern? Sicher nicht, aber Fräulein Mettler fährt doch nicht jedes Auto Probe. Warum gerade dieses? Ich nehme an, weil sie mal gehört hatte, wie Fräulein Bach sagte... Fräulein Bach, das ist die Besitzerin. Ein 18-jähriges Mädchen, Anfängerin, ja. Weil sie hörte, wie Fräulein Bach sagte, sie käme mit dem Auto nicht zurecht. Das fährt so komisch. Zu wem hat Fräulein Bach das gesagt? Zu mir. Und was haben Sie daraufhin getan? Haben Sie den Wagen mal gefahren? Wozu? Das hatte ich zuvor ja mehrfach. Zum ersten Mal, als wir ihn hereinnahmen, dann nach den Aufbereitungsarbeiten, bevor er auf den Gebrauchtwagenplatz kam. Und schließlich nach dieser Mammutreparatur, die uns Herr Jost über den TÜV eingebrockt hatte. Und bei dieser Reparatur wurde alles ordnungsgemäß ausgeführt? Bei mir werden alle Reparaturen ordnungsgemäß ausgeführt. Im Übrigen hat der Wagen ja seine Plakette gekriegt. Von Herrn Jost. Da konnte nichts sein. Aber das Mädchen kam heute wieder. Zum zweiten Mal, ja. Aber bis ich nur richtig zu ihr hinkam, war Fräulein Mettler schon eingestiegen. Herr Brenzberger, Sie müssen zugeben, dass das alles ein wenig simpel klingt. Auf der einen Seite erklären Sie, an dem Wagen kann nichts sein, belegen das mit der TÜV-Plakette. Auf der anderen Seite verunglückt das Fahrzeug mit einer exzellenten Fahrerin am Steuer, ohne jede Fremdeinwirkung. Wie reimt sich das zusammen? Herr Dietz, dass hier möglicherweise am Fahrzeug etwas sauer ist, kann ich jetzt nicht mehr ausschließen. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Dass Sie es jetzt nicht mehr ausschließen können, ist klar. Der Schrotthaufen ist nicht zu übersehen. Unterlassen Sie diese Anspielungen. Was um alles in der Welt hätte ich denn noch tun sollen? An dem Fahrzeug wurden mehr Teile erneuert, als das ganze Auto wert ist. Immerhin räumen Sie jetzt die Möglichkeit ein, dass etwas sauer ist. Jetzt, nachdem zwei Menschen im Krankenhaus liegen. Wollen Sie mir etwa die Schuld daran geben? Wie kann ich das? Für mich ist genauso wenig bewiesen wie für Sie. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie einen Schrotthaufen ernst nehmen, nicht aber eine 18-jährige Anfängerin mit Ihren Beanstandungen. Uns wäre allen eine Menge erspart geblieben. Fabelhaft, wie so ein Chef hinterher immer alles besser weiß. Ich weiß nur, dass Sie schon einmal falsch lagen bei dem gleichen Fahrzeug. Als Sie nämlich 150 Mark für Reparaturen ansetzten, die uns nachher über 1000 kosteten. Aber wie dem auch sei, es kann keineswegs befriedigen, wenn Sie erklären, Sie haben keine Ahnung, was zu dem Unfall geführt haben könnte. Gleichzeitig aber zugeben müssen, dass die Polizei sehr wohl Vermutungen hat. Warum war sie sonst hier? Das Fahrzeug wird auf technische Mängel überprüft. Eben, und genau das ist ungewöhnlich bei einem Unfall, an dem kein anderer beteiligt war. Was das für uns für Konsequenzen hat, muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Nein, Sie müssen nichts mehr sagen. Denn auf die Idee, dass ich mir das alles selbst schon 100-mal gesagt habe, dass ich mir das Gehirn wundgrüble nach der Ursache und dass ich Fräulein Mettler ein paar Tage länger kenne als Sie, auf die Idee kommen Sie nicht. Sie kommen ja nicht mal drauf nachzuforschen, was mit dem Auto los war, bevor wir es gekriegt haben. Sie haben ja bereits den Schuldigen. Sie Bilderbuchchef.
Fräulein Mattig? Ja? Bringen Sie mir sämtliche Unterlagen von dem Unfallwagen. Den Kaufantrag, mit dem wir ihn hereingenommen haben, den Gebrauchtfahrzeugübergabeschein, alles. Sofort. Frenzberger? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Gesprächig sind die zwar nie, aber so viel habe ich doch rausgekriegt, dass für Fräulein Mettler keine akute Lebensgefahr besteht. Ist sie schwer verletzt? Die haben nichts gesagt. Und das Mädchen? Keine Ahnung. Auch ein Scheißjob. Das wollte ich sehen. Schreiben Sie. Sehr geehrter Herr, wie heißt der? Göbel. Sehr geehrter Herr Göbel, Adresse haben Sie. Der von Ihnen in Zahlung gegebene Fiat 850, amtliches Kennzeichen DAWK147, hat durch einen schweren Unfall Totalschaden erlitten. Zwar wurde uns der Wagen von Ihnen als unfallfrei übergeben, doch würde ich mich freuen, wenn Sie mir in den nächsten Tagen für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehen könnten. Mit freundlichen Grüßen und geben Sie das bitte sofort herein, ja? Wir haben die Untersuchung zwar noch nicht abgeschlossen, aber es hat sich erwiesen, dass die Schädelverletzungen unerheblich sind. Auch die Gesichtsverletzungen. Davon wird man bald nichts mehr sehen. Schwerwiegender ist allerdings die Verletzung der Wirbelsäule. Ihre Tochter hat einen Wirbelbruch erlitten. Und zwar am Übergang von der Brust zur Lendenwirbelsäule. Knochenfragmente drücken auf die Nervenbahnen des Rückenmarks. Und das ist die Ursache für eine Teillähmung beider Beine. Eine operative Entfernung dieser Knochenfragmente wird unvermeidlich sein, um das Rückenmark von weiterem Druck zu entlasten. Damit ist auch die Voraussetzung für eine Reparation der Nervenbahnen möglicherweise gegeben. Wie sind Ihre Chancen? Bleibt sie gelähmt? Genaues kann man da im Augenblick noch nicht sagen. Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten. Und zunächst einmal die Auswirkungen der Schocks abklingen lassen. Kann ich zu ihr? Dazu würde ich Ihnen jetzt nicht raten. Im Interesse Ihrer Tochter. Morgen. Sie können ganz beruhigt sein, es wird alles für Sie getan. Komm. Anni. Bekommen von einem Herrn Dietz, kann das sein? Dietz, ja. Wie komme ich denn da hin? Kommen Sie mit mir. Ja? Sehr gern. Hier bitte. Danke. Na, was macht der BMW? Moin, Herr Göbel. Moin. Oh, den habe ich nicht mehr. Leider. Hier geht's hoch. Vielen Dank, Fräulein. Ah, den haben Sie nicht mehr? Nee. Die Firma, in der meine Frau gearbeitet hat, ist pleite gegangen. Da kann ich mir keinen BMW mehr leisten. Das tut mir leid. Ja, kann man nichts machen. Haben Sie da schon von Ihrem alten Fiat gehört? Na ja, ich habe da so einen Brief gekriegt. Ihr müsst sich mal ansehen. Rufen Sie mal Herrn Brenzberger. Herr Brenzberger! Junger Mann, da schreit man nicht durch die Gegend, da geht man hin. Wir haben doch gesagt, ich soll ihn rufen. Ab.
Ach, du Schande. Wie ist denn das passiert? Überschlagen. Na, wodurch? Das versucht jetzt der Sachverständige zu finden. Es war kein anderer im Spiel. Hat er schon was gefunden? Herr Göbel, wir haben den Wagen, bevor wir ihn verkauft haben, von A bis Z instand gesetzt. Da ist nichts. Ist der Fahrer schwer verletzt? Die Beifahrerin, Uniklinik Frankfurt, mit dem Hubschrauber. Kein Gurt. Ich finde den Meister nicht. Dann suchst du. Ganz schön. Wieso ist da ein Sachverständiger dran? Wenn die Polizei keinen Schuldigen hat, versucht sie einen zu finden. Mit der Lenkung bin ich durch, die ist in Ordnung. Weder ausgeschlagen noch unzulässiges Spiel zwischen Lenkschnecke und Lenksegment. Keine harten Stellen oder Druckpunkte durch Schlageinwirkung. Alles bestens. Und die Übertragungsorgane? Stockhebel, Spurstange? Einwandfrei. Keine Luft im Gelenk. Mit anderen Worten, an der Lenkung liegt's nicht. Am Bremssystem auch nicht. Wird sich alles finden. Wissen Sie, wo der Meister ist? Jetzt ist er weg. Verstehst du nur darum? Ich hab sie gesucht. Sie soll mal zum Sachverständigen kommen. Mein lieber Junge, bis du ans Feuer kommst, ist der Ofen aus. Hier? Hä? Was ist denn das? Streichhölzer zum Anzünden von dem Ofen. Hä? Alles Ärsche. Das ist nicht der Grund, Herr Göbel. Und insoweit könnte man zur Tagesordnung übergehen. Unfälle passieren schließlich jeden Tag. Aber dieser gibt uns Rätsel auf. Und dann stellt sich die Frage, ob nicht doch vielleicht irgendetwas am Auto die Ursache gewesen sein könnte. Ohne dass Sie eine Schuld treffen müsste, verstehen Sie mich recht. Mit Autos sind schon die dollsten Sachen passiert. Ja, das können Sie wohl laut sagen. Sie haben uns den Wagen aus erster Hand übergeben. Das ist doch richtig, wir haben den Kraftfahrzeugbrief nicht mehr. Aus erster Hand, ja. Ich habe ihn vor 4 Jahren neu gekauft. Haben Sie ihn in letzter Zeit mal verliehen? Dass Sie keinen Unfall hatten, haben Sie uns ja bescheinigt. Aber vielleicht ein Bekannter, der... Ich habe den Wagen nie verliehen. Oder Ihre Frau. Aber das müssten Sie ja wissen. Nein, meine Frau fährt einen VW. Oder vielleicht eine größere Reparatur, die Sie nicht in einer Spezialwerkstatt ausführen lassen konnten. Im Urlaub zum Beispiel. Eine größere Reparatur? Nein. Nie. Vielleicht in meiner Tankstelle, da ist mal der Kotflügel und die Tür ausgebeult worden, aber das hat ja wohl nichts mit Fahreigenschaften zu tun. Wieso wurde das ausgebeult? Sie sagten doch, Sie hatten keinen Unfall. Ich hatte auch keinen. Das war der Tankwart bzw. sein Gehilfe. In der Waschhalle, eine reine Unachtsamkeit. Das gibt höchstens Blechschaden. Davon kann das nicht sein. Nee, der Unfall ganz bestimmt nicht. Tja, das hilft uns nicht weiter. Herr Dietz, Sie suchen hier einen Schuldigen oder irgendwelche technischen Mängel. Aber sagen Sie, kann das nicht auch am Fahrer gelegen haben? Kaum. Fräulein Mettler ist eine passionierte Rallyefahrerin. Oh, ja, da müsste sie eigentlich Auto fahren können. Und genau das ist unser Problem. Wenn sich nämlich kein verborgener Mangel beweisen lässt, bleibt es an ihr hängen. Und das hätten wir nicht so gern. Du siehst aus wie ein Uhu. Unter dem Uhu ist ein Pfeilchen. Komm, lass mal sehen. Nein, bitte, Dani, sei lieb. Unter der Brille sieht das ganz schaurig aus. Sei ja nicht albern. Ich liebe dich. Und dass du kein Pin-Up-Girl bist, das weiß ich seit ungefähr 10 Jahren. Du bist ein Ekel. Ja, auch das weiß ich. Hm? Oh nein. Sieht ganz gut aus. Ich wollte immer schon mal eine Frau mit blauen Augen haben. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gern Fräulein Mettler zu einem Verkehrsunfall vernehmen. Herr Dr. Strecker hat bereits telefonisch die Zustimmung erteilt. Ich weiß. Gehen Sie bitte auf Zimmer 208. Danke. Ich glaube, wir beide können deinen zweiten Geburtstag feiern. Ich feiere erst mal den Mann, der die Gurte erfunden hat. Ja. Wissen die schon, was mit dem Auto los ist? Ich habe angerufen. Der Sachverständige ist da. Ja, wieso denn der? Das weiß ich nicht. Der Wagen ist sichergestellt. Ach. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag.
Bechtheimer, erstes Polizeirevier. Fräulein Mettler? Ja? Ich möchte Sie gern vernehmen zu dem Verkehrsunfall am 21. Oktober auf der Landstraße von Darmstadt nach Messel. Und dazu kommen Sie extra ins Krankenhaus? Das tut mir leid. Wie geht's Ihnen? Das sehen Sie doch. Die ist nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Gehst du schon? Ich weiß dich in sicherer Obhut. Fahr vorsichtig. Ja, Mann. Wiedersehen. Also, dann schießen Sie mal los. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie zur Sache keine Angaben zu machen brauchen, aber über Ihre Person müssen Sie der Polizei Angaben machen. Sie heißen? Cornelia Mettler. Mettler. Entschuldigen Sie, Schwester. Sagen Sie, Frau Mettler auf 208, die fühlt sich zu gut. Ich glaube, sie will aufstehen. Und wie ich sie kenne, ist sie im Stand und macht das. Dann ist das die schnellste Methode, sie davon zu überzeugen, dass sie vorerst im Bett zu bleiben hat. Das ist Krankenhauspsychologie. Ich rede noch mal mit ihr. Danke. So, das hätten wir. Ich muss Sie weiterhin darauf hinweisen, dass Sie bereits vor dieser Vernehmung einen von Ihnen zu wählenden Anwalt hinzuziehen oder befragen können. Dazu habe ich gar keinen Grund. Dann schildern Sie mir doch mal, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ich bin den Wagen Probe gefahren, weil die Besitzerin angab, dass... So, Sie? Es hat mich ganz einfach interessiert, rauszukriegen, was mit dem Auto los ist. Fräulein Bach sagte, der fährt so komisch und zieht beim Bremsen immer nach rechts. Unser Meister war da ganz anderer Ansicht. Der hatte den Wagen nicht nur gefahren, sondern vorher gründlich überprüft. Außerdem war er vorher beim TÜV gewesen. Und Fräulein Bach ist eine blutige Anfängerin. Der hat das Auto circa 14 Tage oder so gefahren. Sprach also alles dafür, dass sie sich irrt. Bei den Bremsproben in der Stadt war ich auch noch sehr vorsichtig. Der Wagen blieb ganz sauber in der Spur. Auch auf der Landstraße, bei 60, reagierte der Wagen ganz einwandfrei. Und dann erhöhte ich auf circa 70, 80 und bremste dann sehr stark. Und dann war es auch schon passiert. Der Wagen scherte nach rechts aus. Ich versuchte, gegenzusteuern. Da war dann schon der Graben. Es krachte ganz furchtbar. Ich merkte noch, dass wir uns überschlugen. Und dann weiß ich von nichts mehr. Ja, und das ist alles. Wissen Sie schon, was Sie für Verletzungen davon getragen haben? Eine ganze Menge. Aber Gott sei Dank nichts Ernstes. Außer Schock, Gehirnerschütterung. Das Autodach ist mir wahrscheinlich etwas entgegengekommen. Zwei Rippenbrüche. Und ein stumpfes Bauchtrauma, wie die Ärzte sagen. Quetschungen, Prellungen. Und hier die Augen. Kratzer auf der Hornhaut. Das reicht fürs Erste. Wie geht es, Fräulein Bach? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Da hier das Verschulden eines Dritten vorliegen könnte, muss ich Sie fragen. Stellen Sie Strafantrag wegen Körperverletzung. Worauf Sie sich verlassen können. Hier hat doch einer Dreck am Stecken. Und den kriegen wir doch, nicht? Was suchst du denn da? Der Mann war doch sein Ware. Ja, die Verriegelung. Ihnen ziehe. Da wird er was drücken können. Oh, Menschenskind. Mit dir hab ich mir vielleicht was angelacht. Ja, da hängt doch noch der ganze Dreck. Also kann man doch dem Mann den Waren nicht abliefern. Mensch, komm, steh mal nicht vor den Fies, du die Batterie raus. Also wenn Dummheit Grieche tät, müsste der den ganzen Tag mit dem Ölkännchen rumlaufen. Erich, du hast doch selber immer gesagt, dass das ein guter Tankwart ist und dass du mit ihm zufrieden warst. Ja, aber ein guter Tankwart braucht noch lange kein guter Autoschlosser zu sein. Was der ist, ist doch dem sein Bier. Das sagst du. Wenn der Unfall von damals herrührt, wo dem mein Wagen von seiner Hebebühne runtergerutscht ist, na, da hat das Auto noch mir gehört. Und du bist doch noch selber drin gefahren. Na ja, die 4 Kilometer von hier bis zum Autohaus. Erich! Selbst wenn der Dreck am Stecker hat, du glaubst doch nicht im Ernst, dass der das zugibt. Also komm, das gibt doch bloß Eier. Nee, ich will das jetzt wissen. Langsam übertreibe. Tag, Herr Göbel. Tag, Herr Speyer. Na, was gibt's? Sagen Sie mal, Herr Speyer, was ist damals an meinem Wagen eigentlich alles kaputt gegangen? Na, das, was ich gemacht habe. Kotflügel, die Tür, das Blech und so. Warum? Weil der Wagen kurz danach einen schweren Unfall gehabt hat. Du bist der Sachverständige dran. Ja, und warum kommst du da zu mir?
Weil der Wagen beim Bremsen rechts in die Bäume rein ist, weil kein anderer in den Unfall verwickelt worden, weil am Steuer eine Rallye-Fahrerin gesessen hat. Sie, was wollen Sie damit sagen? Dass ich im Fuscher bin und Autos repariere, in denen die Leute sich das Genick brechen? Solange ich den Wagen gefahren habe, war der in Ordnung. Mann, noch eine Anspielung und Sie fliegen raus. In aller Freundschaft. Das, was bei mir kaputt gegangen ist, habe ich in Ordnung gebracht. Ein Kotflügel, die Tür und das Rahmenblech unten, das habe ich geschweißt. Ich selbst. Und dafür stehe ich gerade. Das werden Sie auch müssen. Denn wenn da irgendwas auf mich zukommt, wenn da irgendwas krumm ist, ins Gefängnis gehe ich nie. Und bezahlen tue ich auch nicht. Das wollte ich Ihnen nur gesagt haben. In aller Freundschaft. Daran besteht kein Zweifel. Das steht einwandfrei fest. Er kommt. Und Sie haben alles untersucht? Das ist so meine Art. Warum? Ich meine nur. Na und? Wer hat nun recht gehabt? Es hätte auch anders ausgehen können. Na, wie sieht's aus? Lenkung und Bereifung sind den Vorschriften entsprechend, das wissen Sie. Bliebe noch das Bremssystem. Ich habe die Leitungen und Bremsschläuche auf Dichtheit geprüft, ebenfalls den Hauptbremszylinder. Keine defekten Manschetten, keine gefressenen Kolben. Die Bremsbeläge sind ordnungsgemäß. Fazit: Der Wagen war, soweit das die Untersuchung ergab, in einwandfreiem Zustand. Der Unfall ist nicht auf technische Mängel zurückzuführen. Das hätte mich auch gewundert. Und da sind Sie ganz sicher? Absolut. Das gönne ich dem. Nur die Mittler tut mir leid. Eben. Aber wenn die daran schuld ist, ob ihr das sagt, das Ergebnis? Das wird er wohl müssen. Auf dem seine Entschuldigung bin ich gespannt. Karl. Die würde ich mir kalt noch schmecken lassen. Schönen Abend. Zum Entschuldigen gehören zwei. Ich bin's. Hör mal, das kann heute Abend spät werden. Aber was heißt denn das in seiner Konsequenz? Wenn ich davon ausgehe, dass Fräulein Mettler den Unfall nicht fahrlässig verursacht hat, und das glaube ich nicht. Und wenn technische Mängel ausscheiden, dann muss es eine andere Ursache geben. Welche? Eine Ölspur vielleicht? Ach, die Polizei ist doch nicht doof. Oder ein Radfahrer, der die Chaussee überquerte und dann davonradelte? Tja, zum Beispiel. Haben Sie den Radfahrer? Mit dem großen Unbekannten kommen Sie beim Staatsanwalt nicht durch. Wenn er Anklage erhebt, auch ein Staatsanwalt muss Beweise haben. Die Aussage der Beifahrerin. Wenn Fräulein Mettler richtig gefahren ist, kann sie nichts Nachteiliges aussagen. Eben. Sollte man meinen. Aber der nachfolgende Zivilprozess im Hinterkopf hat schon manche Aussage beeinflusst. Reden Sie mit Ihrer Kommanditistin, befragen Sie sie. Aber ich fürchte, viel können Sie für sie nicht tun. In strafrechtlicher Hinsicht bestimmt nicht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Suchen Sie Herrn Brenzberger? Ja. Er ist weg. Wenn ich mit jedem Ergebnis gerechnet hätte, mit dem nicht. Freut mich für den Alten. Wäre auch bitter geworden. Fahrlässigkeit. Ist die widerlegt? Er hat Glück gehabt, dass die Schüssel derartig demoliert ist. Das ist alles. Von Sachverständigen hältst du wohl nicht viel, was? So wie der das Ding auseinandergenommen hat?
Der hätte was gefunden, wenn was dran wäre. Der hat ja die Schrauben einzeln gezählt. Was denn jetzt sagst? Konnte er die Spur vermessen? Die Achse? Bei dem Bruch? Aber wahrscheinlich hat sich die Mettler gerade die Nase geputzt, wie sie voll auf die Bremse gestiegen ist. Das kann natürlich sein. Spur, wo der Wagen gerade beim TÜV über den Prüfstand ist. Ein widerlicher Kerl. Was ist denn los? Ich hab nur laut gedacht, Gott zum Gruß. Da ist was dran. Rufen Sie doch bitte mal die städtischen Kliniken an und fragen Sie, ob Fräulein Mettler Besuch haben darf. Wenn ja, wann? Glaubst du, du findest noch was? Da falle ich bei den Akten fertig. Aber nicht für mich. Das, was der Sachverständige untersucht hat, hätte sich alles sparen können. Da war der Jost dran und ich. Folglich muss es etwas anderes sein und das krieg ich raus. Wieso folglich? Glaubst du, das hat sich der Sachverständige nicht auch gesagt? Nein. Im Unterschied zu mir weiß er eine entscheidende Tatsache nicht, nämlich, dass der Rechtszug beim Bremsen schon vorher reklamiert wurde. Und das schließt die Schuld der Mettler aus. Nicht zwangsläufig. Dann glaubst du auch selbst nicht. Es ist eine technische Konstruktion und hat jede Wirkung ihre Ursache. Wunder gibt's in der Bibel. Ja, wo soll denn die Ursache sein? Er hat doch alles untersucht. Das ist das Problem. Das gibt es doch nicht. Man kann doch die Schuld an einem Unfall nicht einem Menschen geben, bloß weil man am Fahrzeug nichts gefunden hat. Bisher hat Ihnen ja noch niemand die Schuld gegeben. Ich weiß doch, wie das läuft. Der Sachverständige findet nichts, der Staatsanwalt braucht einen Sündenbock, also nimmt man den Fahrer beim Kragen. Im Zweifelsfall funktioniert das mit der Fahrlässigkeit immer. Auch Fahrlässigkeit muss erst bewiesen werden. Vergessen Sie nicht, Fräulein Bach hielt den Wagen schon vorher für nicht zuverlässig. Dann gibt es für mich, wenn ich Glück habe, einen Freispruch mangels Beweis. Der nützt mir aber später beim Zivilprozess keinen Pfifferling. Ich habe keine Schuld. Auch ein Freispruch wegen erwiesener Unschuld schließt einen Zivilprozess nicht aus. Ach, Herr Dieter, Fräulein Mettler. Ich konnte bisher immer Ihre kühle Distanz bewundern. Ja, da ging es aber nicht um mich. Umso nötiger brauchen Sie jetzt gute Nerven. Bitte setzen Sie sich und hören Sie mir ruhig zu. Sonst kommt noch eine Schwester und wirft mich hier raus. Bitte? Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht. Wie ist die Situation? So wie die Dinge jetzt liegen, kann keiner dem anderen was beweisen, weder Sie dem Staatsanwalt noch der Staatsanwalt Ihnen. Der ermittelt zunächst einmal. Und das muss er. Erstens, weil die Polizei einen Mangel am Fahrzeug vermutete. Zweitens, weil Sie und Fräulein Bach länger als 10 Tage im Krankenhaus sind. Das ist blanke Routine. Ob sich daraus ein Strafprozess entwickelt, ist höchst zweifelhaft. Und jetzt jedenfalls nicht zu beurteilen. Also sollten wir es auch jetzt vergessen. Und Fräulein Bach? Glauben Sie wirklich, dass sie das alles so hinnimmt? Die Verletzungen, die Operation? Ich habe vorhin mit Ihrer Mutter gesprochen. Es steht gar nicht gut. Deswegen kommt der Staatsanwalt zu keinem anderen Ergebnis. Der handelt im öffentlichen Interesse, mit und ohne Fräulein Bach. Herr Dietz, was soll denn das? Ich komme vor den Kadi. Wer mir letztlich das Urteil zumisst, der Straf- oder der Zivilrichter, das ist mir völlig egal. Und wenn Fräulein Bach keine Forderungen stellt, die Krankenkasse hält ganz bestimmt die Hand auf. Und dann raten Sie mal, bei wem? Darauf komme ich schon. Wenn Sie mich nur ausreden ließen. Entschuldigung, bitte. Die juristische Frage ist, in wessen Obhut das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles war. Ja, doch wohl nicht in meiner. In unserer natürlich. Denn ich werde erklären, dass Sie autorisiert sind, Fahrzeuge Probe zu fahren. Dafür soll ich mich jetzt wohl bedanken? Nicht unbedingt. Mir geht es hier um die Firma, nicht um Sie. Sie werden mir langsam sympathisch. Darf ich weiterreden? Verzeihung. Was die Kfz-Haftpflichtversicherung von Fräulein Bach angeht, so wissen Sie, dass Ansprüche des Halters gegenüber dem Fahrer grundsätzlich ausgeschlossen sind. Also wird sich Fräulein Bach an Sie wenden.
Da aber das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles in unserer Obhut war, tritt unsere Händler-Haftpflichtversicherung ein. Denn hier sind, wie Ihnen ebenfalls bekannt ist, Ansprüche des Halters gegenüber dem Fahrer mitversichert. Nur wenn dem Fahrer ein Verschulden nachgewiesen wird. Eben. Und wird ihm kein Verschulden nachgewiesen, braucht er auch nicht zu zahlen. Und Fräulein Bach geht leer aus. Ja, das könnte die Konsequenz sein. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass in Deutschland ein Unfall passiert, für den es keinen Schuldigen gibt. Muss es immer einen Schuldigen geben? Herr Dietz, nehmen Sie doch mal an, Sie hätten eine Tochter. Und die heißt Monika Bach. Haben Sie schon mal von einer Versicherung gehört, die aus Anstand gezahlt hat? Oder kennen Sie jemanden, der aus Anstand für eine nicht zahlende Versicherung einspringt? Anstand, Fräulein Mettler, zeigen wir, wenn wir eine Mark in die rote Kreuzbüchse werfen. Sie soll denn nicht so lange aufbleiben. Guten Appetit. Den kann ich jetzt brauchen. Für meinen Freund. Hier werde ich helfen. Haben Sie da noch lange zu tun? Ja, ich habe eben erst angefangen. Ah ja, nehmen Sie noch einen Strafantrag in einer Unfallsache entgegen. Ja. Herr Doktor, bitte. Guten Abend. Nehmen Sie bitte Platz. So eine Schweinerei ist sowas. Sie heißen? Metzger. Bei mir war es ein Antennenspiegel. Das Ding hat über 100 Mark gekostet. Einfach mit roher Gewalt abgebrochen. Darmstadt? Darmstadt, ja. Dann unten lang da die Brocken. Alle? Was, alle? Alle Brocken? Das weiß ich nicht. Ist das wichtig? Ja, wenn alle Brocken da lagen, dann war es eine Sachbeschädigung. Wenn etwas fehlt, war es Diebstahl. Bei Sachbeschädigung zahlt die normale Haftpflichtversicherung nicht. Ja? Ja, natürlich war es Diebstahl. War alles weg, war alles verschwunden, alles weg. Das geben Sie zu Protokoll. Ja, das gebe ich zu Protokoll. Das wollte ich, wie Sie sehen. Den ganzen Boden blank lege. Auch wenn Sie das nicht geschrieben haben, Herr Schölke. Was mutet man mir denn dazu? Überlegen Sie doch mal. 10.000 Mark habe ich für den Amalfi gezahlt. 6.000 wollen Sie mir jetzt geben. Das sind 4.000 Mark Verlust. In einem Jahr. Aber Herr Schmidting, es liegt doch nicht an uns. Ich gebe Ihnen ja gerne die 7,5, die Ihnen vorschweben. Aber im letzten Vierteljahr hat sich für den Preis kein Käufer gefunden. Und überlegen Sie mal. Ihr Wagen hat einen zweiten Motor, neue Lager. Und das bei einem neuen Fahrzeug. Ja, da kann ich den Kunden 10-mal erzählen, dass der Vorbesitzer ihn zu heiß gefahren hat. Das interessiert nicht. Die Käufer nehmen das Fahrzeug nicht. Nicht für 7,5. Für 6, ja. Aber nicht für 7,5. 6.000 Mark. Nach Abzug der Reparaturkosten, was bleibt denn da noch? Also ich habe das alles mal nachgerechnet. Nach Abzug aller Unkosten verbleiben Ihnen rund 2.950 Mark. Von 10.000? Es tut mir leid. Augenblick. Die Reparaturkosten betragen 2.400 rund. Wenn ich die von 6.000 abziehe, dann bleiben 3.600 und nicht 2.900. Ja, zu den Reparaturkosten kommen noch die Pflegekosten von 2% im Monat. Das sind im Vierteljahr 360 Mark. Erlauben Sie mal, was gibt es denn an dem Auto zu pflegen? Das ist neu. Und eine Wagenwäsche kostet ganze 7,50 Mark mit Spezialzusatz. Und das Benzin für die Probefahrten? Autobahn. Die Leute wollen die Spitze sehen. Die Wartungskosten für das Fahrzeug, unsere Händlerversicherung, Verwaltungsgebühren etc., das müssen wir doch alles zusammenlegen. Es gibt Firmen, die nehmen die 360 Mark im Monat. Da bewegen wir uns noch an der untersten Grenze. Ich weiß. Noblesse für 360 Mark. Das Standgeld von 2 Mark am Tag, das sind auch zusammen 180, hat Ihnen Herr Dietz erlassen, wenn wir hier schon von Noblesse reden. Und dann natürlich noch meine Provision von 5%. 300 Mark. 300 Mark. Das sind unterm Strich genau 2.952 Mark und 34 Pfennig. Ich verkaufe den Wagen privat. Wie Sie wollen.
Das hatte ich Ihnen damals schon vorgeschlagen. Aber Sie wollten ja mit dem Auto nichts mehr zu tun haben. Ich konnte doch unmöglich wissen, dass mich das derart teuer kommt. Das reicht doch noch nicht mal, um die Hälfte der Finanzierung abzudecken. Normalerweise verkaufen wir auch kein Auto im Auftrag, wenn kein Neuwagen dagegen steht. Bei Ihnen haben wir eine Ausnahme gemacht, gefälligkeitshalber, weil Sie darum gebeten haben, die Reparaturkosten mit dem Erlös zu verrechnen. In diesem Falle ist der Betrag allerdings sofort fällig. 2.387,66 Mark sind es. Die Zinsen für das Vierteljahr werden Ihnen selbstverständlich von Herrn Dietz erlassen. Kriegen Sie sofort. Darf ich dann Ihren Wagen wieder anmelden? Versicherung? Steuer? Was? Das muss... Wenn ein Kunde das Auto Probe fahren will, dann muss es ja versichert sein. Es sei denn, Sie lassen sich von der Zulassungsstelle eine rote Nummer geben, aber das ist wieder mit Unannehmlichkeiten verbunden und kostet Geld. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch mal in die Werkstatt. Was ist denn? Das werden Sie schon sehen. Verzeihung. Zahlen Sie per Scheck? Ich bezahle überhaupt nicht. Ich verkaufe den Wagen zu Ihrem Angebot. Großzügig, wie ich bin. Bei Licht besehen ist es das Beste. Da sind Sie wenigstens alles los. Mein Geld auch, Sie sagen es. Herr Schmetting, wir verdienen dabei wirklich nichts. Weiß ich, Herr Schöcke, weiß ich. Wenn ich nun kein Auto mehr habe, dafür aber die Ratenzahlungen bei der Bank, so liegt das ganz allein bei mir. Ich habe gewusst, dass es teuer ist, ein Auto zu kaufen. Dass es aber noch teurer ist, das Auto wieder loszuwerden. Das habe ich nicht gewusst. Herr Schelke! Ja? Sie vergessen nicht die Prospekte von den Fiat Kleinwagen. Nein, die kriegen Sie morgen. Fahren Sie zufällig in Richtung City? Ah ja, steigen Sie ein. Danke. Schmitting. Dietz. Danke. Fällt Ihnen da was auf? Haben Sie abgekratzt? Am Unterbodenschutz? Nein. Und jetzt? Der da ist neu. Eben. Und dann bin ich auf das da gestoßen. Sieh mal einer an. Ganz schön, was? Sie sind ein Ass. Der Sachverständige wird staunen. Noch nicht. Wieso? Damit ist doch alles klar. Das habe ich auch geglaubt. Was wollen Sie denn mehr? Eine bildschöne Schweißnaht? Im Rahmenblech. Zugeschmiert mit Unterbodenschutz. Die ganze Sache ist neu und dann das da. Der Wagen hatte einen Unfall. Also zwei. Mhm. Und von welchem der beiden stammt das? Damit lässt sich gar nichts beweisen. Immerhin genug, dass die Mettler aus dem Schneider ist. Denn der verzogene Rahmen könnte die Ursache gewesen sein. Könnte. Aber das reicht mir nicht. Nein, der Wurm sitzt woanders. Angenommen, der Rahmen war nicht verzogen. Und einiges spricht dafür. Meine Probefahrt und der TÜV. Warum wurde das alles zugeschmiert? Verheimlicht. Wenn es sich lediglich um eine Schweißnaht im Rahmenblech handelt. Na, das stimmt. Da ist noch mehr im Busch, glauben Sie mir. Und wenn ich das finde, Herr Schölke, dann wird es interessant. Hallo. Gute Besserung. Danke. Du siehst ja schon wieder ganz schön frech aus. Nicht schlecht. Ich freue mich, dass du da bist. Ich darf aufs Bett. Entschuldige. Gib sie mir. Ist es kalt draußen? Bis ich mit 30 hier rübergeknattert war. Die Mofa? Hm. Was ist denn ein Knall? Was hast du gegen Mofas? Was wollte denn die Polizei? Protokoll. Wegen deinem Strafantrag? Wie es passiert ist. Doof. Da und auf dem Rücken. Auf der Wunde? Da noch ein Sandsack an jeder Seite. Besonderer Gag von denen. Ausgesprochener Witz, Bolde, so Ärzte. Hat Mami was zu dir gesagt? Deswegen? Wegen mir. Nee, weshalb? Die heult immer, wenn sie kommt. Und ich weiß nicht, warum. Glaubst du, die hat mir was gesagt?
Was sollen die ihr gesagt haben? Ich weiß nicht. Vielleicht, dass ich lieber richtig laufen kann. Du spinnst, warum sollst du nicht wieder richtig laufen können? Nur Rikis Party ganz zu vergessen, bis in 14 Tagen schaffst du es nicht. Wer kommt denn alles? Birgit auch? Was weiß ich. Gesi hat gesagt, dass... Oh. Was ist denn? Schmerzen? Die Beine, es geht einfach nicht. Ja, mit Gewalt schon gar nicht. Komm, hör auf. Aber das wirft wieder, haben die gesagt. Das ist nur, weil die Nerven gedrückt waren. Da gibt's Bewegungstherapeuten später im Rehabilitationszentrum. Und die üben mit mir, hat der Professor gesagt. Wie lange das dauert, das weiß der Professor wohl selber noch nicht. Lass dir Zeit. Die nächste Olympiade ist 1980. 1980. Ich muss nur ein bisschen an Birgit denken, die dumme Ziege. Dann weiß ich, dass ich bis dahin wieder laufen kann. Sag dem Meister, dass der Sachverständige kommt. Hey, zu langsam, sonst... Merkt er was. Alles klar. Guten Morgen. Morgen. Hoppla. Das heißt Entschuldigung, nicht Hoppla. Was ist denn los? Der Sachverständige kommt. Weiß es der Chef? Sagen Sie an Dietz Bescheid. Wissen Sie, wo der Meister ist? Der Sachverständige kommt. Ja, der muss ja irgendwo sein. Da ist der aber schnell gekommen. Das interessiert den auch. Guten Morgen. Morgen. Dickes Ei, was? Aber im Grunde völlig klar. Der Fuscher, der das gemacht hat. Ja, wenn Ihnen das völlig klar ist, dann bin ich schon beruhigt. Morgen. Morgen, Herr Brennsteiger. Ist wohl der andere. Ja, der. Gar keine Frage. Eindeutig. Guten Morgen, Herr Ströhler. Guten Morgen. Und durch den Lagerbolzen war das nicht zu sehen. Aber wer vermutet schon sowas, dass er die Silentblöcke auseinandernimmt? Kein Aas. Es liegt also an dem Gummi? Hier im Silentblock. Der ist geschmort. Vermutlich beim Schweißen am Rahmenblech. Dadurch entstand Spiel zwischen dem Lagerbolzen und dem Silentblock. Die Vorderachse verschiebt sich bei starkem Bremsen. Und das wiederum führt zwangsläufig zu einer ungleichen Bremswirkung, die ursächlich für den Unfall ist. Kompliment, Herr Brennsberger. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Die Berichtigung des Gutachtens geht in den nächsten Tagen raus. Sagen Sie das Ihrer Kommanditistin. Danke. Was habe ich gesagt? Man muss bloß logisch denken. Wenn ich nicht hätte und den Löffel, müssten wir die Suppe trinken. Herr Brennsberger, ich weiß, Sie hören das nicht gern, aber das war eine reife Leistung, sagt man, glaube ich. Wer 30 Jahre die Verantwortung für so einen Laden trägt, der kann ja wohl kein Anfänger sein. Als einen solchen habe ich Sie auch nie eingeschätzt. Aber behandelt, Herr Dietz. Und den als Kommanditisten. Wer das verbrochen hat, in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken. Sie sollten nicht von einem reden. Hier gibt es mehrere heute, in denen ich nicht stecken möchte. Aber darüber soll sich der Strafrichter den Kopf zerbrechen. Guten Morgen. Das ist ja nicht nur der Staatsanwalt. Auch Ihr Kollege da. Die hacken doch alle auf mir rum. Als ob ich allein die Schuld hätte. Dabei haben ja noch andere das Auto in der Hand gehabt. Sogar der TÜV. Warum regen Sie sich auf? Die Beweisaufnahme ist doch gelaufen wie erwartet. Was wollen Sie mehr? Kommt jetzt das Urteil? Nein, jetzt kommen die Plädoyers. So, na, da passen Sie mal auf, was mir der Staatsanwalt aufbrummt. Herr Speyer, auch ein Staatsanwalt kann keine Kaninchen aus dem Hut ziehen, die nicht schon vorher drin waren und die kennen wir. Das täte ich doch erst mal in Ruhe abwarten. Hier gibt es so einige im Saal, die von der Technik und von so Silentpix mehr verstehen als wie du. Was nützt denn mir das alles? Ich brauche einen Freispruch. Im Zivilprozess vielleicht noch eine Chance. Aber wenn die mich hier auch nur zu 40 Mark verknacken, dann bin ich schuld. Dann zahle ich Schadenersatz bis an mein Lebensende. Also immer mal langsam. Du hast ja gesagt, du hättest einen guten Anwalt. Ui, halt die Ohren steif, ich muss. Bis nachher. Herr Göbel, ja? Ich habe da noch eine Frage, bitte. Nein, hatte er nicht. Die Verpflichtung, Mitteilung davon zu machen, dass sein Auto einen Unfall hatte, ergibt sich aus dem Zivilrecht. Ich darf den Käufer über den Wert eines Fahrzeugs nicht täuschen.
Aber eine Unterlassung im strafrechtlichen Sinn ist es a priori nicht. Rufen Sie wieder auf. Sie gehen nicht mit? Aber nein. Ich möchte nicht versäumen, was die Herren noch so gegen uns vorzubringen haben. Sie bleiben auch hier. Nein, ich bleibe. Kommen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Strafsache Göbel Speyer, bitte ich im Gerichtssaal wieder Platz zu nehmen. Es wird sich alles auf die Frage zuspitzen, ob Sie beim Schweißen Ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. Und das bestreiten wir. Tja, Herr Schölke, wer hat die Schuld? Nach der Beweisaufnahme, dem ganzen Hickhack, weiß ich überhaupt nichts mehr. Sind irgendwelche Anregungen oder Anträge entgegenzunehmen? Oder wollen die Angeklagten eine Erklärung abgeben? Dann bitte ich den Herrn Staatsanwalt zu plädieren. Hohes Gericht, hier sitzen zwei Männer vor uns auf der Anklagebank, deren zufällige Zusammenführung auf den ersten Blick nichts Typisches aufweist. Wenn man einmal von der Verbindung Autobesitzer-Tankwart absieht, es könnte jeder andere Autofahrer, jeder andere Tankwart sein. Dennoch werden wir am Ende unserer Betrachtungen feststellen müssen, dass beide für unsere heutige Zeit typische Verhaltensweisen gezeigt haben, die wir auf den strafrechtlichen Charakter hin zu überprüfen haben. Vorweg jedoch eine Feststellung. Kein Geschehen, das mit dem Auto verknüpft ist, ist isoliertes Geschehen. Der Straßenverkehr ist etwas, das jedem, mit jedem und zu jedem Zeitpunkt in Verbindung bringen kann. Und so muss die Forderung nach einer größeren Verantwortungsbereitschaft zwangsläufig die Frage nach einem subtileren Schuldverständnis aufwerfen. Und in diesem Sinne bitte ich, meine Darlegungen zur Frage der Schuld zu sehen. Beginnen wir mit dem beruflichen Werdegang des Angeklagten Speyer. Wir wissen, dass er gelernter Spengler ist, dass er seinen Beruf nach rund 10 Jahren wieder aufgab, um sich als Tankwart selbstständig zu machen. Aber das merkte er sehr bald. Benzin ist teuer, an jeder Ecke zu haben, die Verdienstspanne gering, 5 Pfennig pro Liter. Und in den freien Tankstellen, den automatischen Waschstraßen und nun auch in den Selbstbedienungstankstellen erwuchs ihm eine immer stärkere Konkurrenz. Und so kam er sehr bald zu dem Resultat, dass die Servicetätigkeit des Tankwartes Speyer wesentlich weniger einträglich ist als die Erledigung von Reparaturaufträgen durch den Spengler Speyer. Soweit noch verständlich, denn am Anfang standen kleine Reparaturen, aber dabei blieb es nicht, wie wir wissen. Auch nicht am Morgen des 11. Oktober, als der Fiat 850 des Straßenbahnschaffners Göbel in der Waschhalle des Tankwartes durch eine Unachtsamkeit seines Gehilfen von der hochgefahrenen Montagebühne rutschte und dabei erheblich beschädigt wurde. Die Schäden kennen wir. Die rechte vordere Seite des Wagens wurde demoliert, Kotflügel, Tür, Rahmenblech mussten geschweißt werden. Ob und inwieweit dabei auch der Rahmen verzogen war, wird wegen des später eingetretenen Totalschadens nie mehr zu klären sein. Aber diese wesentliche Frage, die ja durch den bloßen Augenschein gar nicht zu beantworten ist, hat sich der Angeklagte gar nicht erst vorgelegt. Der Wagen sollte ja lediglich wiederhergestellt werden, um reibungslos weiterverkauft werden zu können. Sehen wird man nichts mehr, war der bezeichnende Satz, mit dem nach Aussage seines Gehilfen der Angeklagte den Besitzer in eindeutiger Absicht beruhigt hat.
Er war bereit zu jeder Reparatur, noch bevor er überhaupt wusste, welche Schäden entstanden waren. Doch nicht wahr? Ich wollte doch lediglich... Jetzt nicht. Das zeigt uns zum ersten Mal die Leichtfertigkeit seiner Denkungsweise. Und in der Tat, man sah auch später nichts mehr. Unterbodenschutz wurde über die Schweißnaht geschmiert. Nichts deutete mehr auf einen Unfall hin. Hätte man die Delle vielleicht noch sehen sollen. Was war aber nun beim Schweißen geschehen? Ein für die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges wesentlicher Teil, der Gummi in der Silentbüchse, wurde, wie der Herr Sachverständige dargelegt hat, durch die große Hitzeeinwirkung so stark beschädigt, dass der Wagen beim starken Bremsen im höheren Geschwindigkeitsbereich ausbrach. Was dann zu dem Unfall führte, der fast zwei Menschenleben gekostet hätte. Und hier ist es wieder die ganze Sorglosigkeit des Angeklagten, die ins Auge springt, wenn man sich überlegt, mit welcher Bedenkenlosigkeit er ein derart hitzeentwickelndes Instrument, dessen Gefährlichkeit er als gelernter Spengler kennen musste, ohne weiteres handhabte. Seine Einlassung habe Aufbau und Funktion einer Silentbüchse nicht so genau gekannt, sagt nichts gegen die Pflichtwidrigkeit des Angeklagten. Dann darf ich eben das Schweißgerät gar nicht erst in Ansatz bringen. Genau. Wer wie der Angeklagte Speyer mit dem selbstständigen Betrieb eines bestimmten Gewerbes beginnt, ob er es nun erlernt hat oder nicht, von dem muss verlangt werden, dass er es gesetzmäßig ausübt. Und ich füge hinzu, auch sachgemäß. Der kriegt's ab. Abwarte. Denn wer sich einer Aufgabe freiwillig unterzieht, so sagt der Bundesgerichtshof, von dem muss auch erwartet werden, dass er ihr gewachsen ist. Der Angeklagte war es nicht. Für die Folgen seiner Handlungsweise wird er deshalb voll einzustehen haben. Und die andere? Die Werkstatt? Der TÜV? Ich bin daher der Auffassung, dass sich der Angeklagte Speyer gemäß Paragraphen 230, 232 Strafgesetzbuch der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Auf die Strafzumessungsgründe komme ich noch zurück. Wenden wir uns nun dem Angeklagten Göbel zu, einem auf den ersten Blick untadeligen Mann, der scheinbar nichts mit dem ganzen Unfall zu tun hat. Scheinbar. Denn bald werden wir feststellen müssen, dass sein Verhalten geradezu klassisch genannt werden kann für das, was heute so üblich ist, wenn es darum geht, einen Gebrauchtwagen weiter zu verkaufen. Welchen Sachverhalt hat die Beweisaufnahme erbracht? Der Angeklagte Göbel, er verdient rund 1400 Mark netto im Monat, kaufte sich am 3. September beim Autohaus Neubert einen BMW 1502, für den er seinen alten Fiat 850, ein vier Jahre altes Auto, für 2350 Mark in Zahlung gab. Wahrheitsgemäß versicherte er, dass der Wagen unfallfrei ist. Doch das blieb er nicht, wie wir wissen. Am 11. Oktober, rund sechs Wochen später, sollte der Angeklagte Göbel seinen neuen Wagen übernehmen. Das konnte er jedoch nicht, weil just an eben diesem Tage sein alter Fiat im Waschhaus des Tankwarts Speyer von der Montagebühne abrutschte und dadurch erheblich beschädigt wurde. Was tun? Der Angeklagte Göbel entschloss sich mutig, nichts zu tun. Er fuhr erst fünf Tage später, am 16. Oktober, mit dem inzwischen kosmetisch reparierten Fahrzeug beim Autohaus Neubert vor. Erklärte, die schriftliche Benachrichtigung hätte ihn nicht früher erreicht, ebenso nicht der telefonische Anruf über seinen Arbeitgeber. Tauschte Schlüssel und Papiere, ließ im Übrigen den lieben Gott einen guten Mann sein. Das veränderte Fahrverhalten verschwieg er und fuhr mit seinem neuen BMW davon. Und das zeigt uns doch die fast gewissenlose Einstellung des Angeklagten. Nach mir die Sintflut. Ein Wort von dem Unfall in der Waschhalle. Und in der Werkstatt des Autohauses Neubert hätte man sich sehr wohl die Beanstandungen von Fräulein Bach, der späteren Besitzerin, zu erklären und zu deuten gewusst, als sie sagte, das Fahrzeug fährt so komisch. Zumindest wäre der Meister in der Lage gewesen, den Tankwart fragen zu können, was denn nun im Einzelnen mit dem Fahrzeug geschehen ist. Aber der Angeklagte Göbel will uns ja glauben machen, das eben habe er nicht gewusst. Nur so stellt sich doch jetzt die Frage, warum hat er dann den Unfall verschwiegen? Weil er nur zu genau wusste, was passiert war. Der Tankwartgehilfe hat es uns ja bestätigt. Wer weiß, was da noch alles kaputt gegangen ist, hat sich der Angeklagte dem Tankwart gegenüber empört. Das beweist uns, dass er nicht nur den Schaden in seinem ganzen Ausmaß gesehen und auch gewertet hat. Er war sich auch, wie
seine bange Frage ja deutlich macht. Der möglichen Konsequenzen bewusst. Aber hat er daraus die Folgerungen gezogen? Im Gegenteil. Er ließ es zu, dass ein unqualifizierter Arbeiter sich ans Reparieren machte. Ein Mann, den er seit Jahren kannte und von dem er überdies wusste, dass er lediglich über die Qualitäten eines Spenglers verfügte. Und das offenbart uns doch auch bei diesem Angeklagten das ganze Ausmaß eines defekten Verantwortungsbewusstseins. Er musste sich ja mit seiner Gesundheit, mit seinem Leben, diesem Auto nicht mehr anvertrauen. Und der andere? Wen interessiert schon der anonyme andere? Der Verkauf eines Gebrauchtwarens gilt geradezu als das Symbol des versteckten Betruges. Und das hat man gefälligst zu wissen. Und so ist dann auch der Angeklagte nach der beliebten Spielregel verfahren. Verschweige so viel, wie du kannst, und du verdienst so viel, wie du willst. Aber das stimmt ja alles gar nicht. Hohes Gericht, das Gewicht der Schuld dieses Angeklagten mag nicht allzu schwer sein. Aber es war ja zu keiner Zeit die großen Verfehlungen, mit denen die Menschen sich untereinander schwer taten. Es war und ist immer das kleine Einmaleins der Verantwortungslosigkeit, der Gewinnsucht, der Gleichgültigkeit. Aber genau das können wir uns heute nicht mehr leisten. Wo sich die Folgen eben dieser Verantwortungslosigkeit, Gewinnsucht und Gleichgültigkeit durch die Kraft von 10, 30, 50 und mehr PS vervielfachen. Verantwortungsbewusstsein und Schuldverständnis müssen sich proportional zum Grad der Gewalt verhalten, die uns in die Hand gegeben ist. Diesem lapidaren Anspruch hat auch der Angeklagte Göbel nicht genügt. Sein menschliches Versagen ist zum Großteil die Ursache für jenen Unfall, dessen katastrophale Folgen wir alle kennen. Das habe ich ja nicht gewollt. Das wird teuer. Ich bin daher der Auffassung, dass sich der Angeklagte Göbel ebenfalls der fahrlässigen Körperverletzung nach Paragraf 230, 232 Strafgesetzbuch schuldig gemacht hat. Kommen wir zur Strafzumessung. Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation, der Verpflichtungen und dem Grad der Schuld beantrage ich den Angeklagten Speyer zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 25 Mark und den Angeklagten Göbel zu einer solchen von 50 Tagessätzen à 50 Mark zu verurteilen. Die Kosten des Verfahrens sollen die Angeklagten übernehmen. Das ist doch ungeheuer. 3.500 Mark. Die 1.000 Mark, da lacht der Tank keinen immer kräftig und pusht dann weiter. Der hat's auch nicht mit Absicht gemacht. Fahrlässig war er. Der für wir ja auch nicht sei. Ich hätte gedacht, dass der Tankwart mehr abkriegt als der Göbel. Die Verantwortung hat immer der Halter. Diese Pfuscher gehören doch hinter Schloss und Riegel. Was im Zivilprozess auf die zukommt, wird schlimmer. Aber darüber schreibt dann kein Journalist mehr etwas. Zivilprozesse sind langweilig. Da geht's doch nur um Geld. Nur? Leben Sie mal vom Existenzminimum, bis Sie alt und grau sind. Ruhe bitte. Herr Rechtsanwalt, beginnen Sie bitte jetzt mit Ihrem Schlussvortrag. Hohes Gericht. Ich möchte mich jeglicher Polemik enthalten und verzichte deshalb auch darauf, den moralpolitischen Überlegungen des Herrn Staatsanwalts zu begegnen. Dies ist ein Gerichtssaal und hier wird Recht allein nach gültigen Rechtsnormen gesprochen. Meine Ausführungen beschränke ich auf zwei Hauptpunkte. Erstens, der Herr Staatsanwalt warf meinem Mandanten vor, es mangele ihm an der zum Reparieren eines Autos notwendigen fachlichen Qualifikation. Nun gut, das mag vielleicht im Einzelnen zutreffen, kann aber nicht zum Gegenstand eines Schuldvorwurfs erhoben werden, denn mangelnde Qualifikation ist nicht strafbar. Seit wann denn das? Jedenfalls nicht, solange der Betreffende eine Tätigkeit ausübt, die auszuüben ihm gestattet ist. Er darf Tankwart sein und als Tankwart darf er reparieren. Es steht nirgendwo geschrieben, dass es verboten ist. Und so hat sich mein Mandant mit seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Monteur voll im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegt. Denn § 3 der Handwerksordnung besagt, wenn ein Hauptbetrieb, die Tankstelle, mit einem handwerklichen Nebenbetrieb, der Reparaturwerkstatt, organisatorisch verbunden ist und gleichzeitig eine fachliche Verbundenheit vorliegt, dann kann auch im handwerklichen Nebenberuf gearbeitet werden. Der Herr Staatsanwalt muss also seine Angriffe nicht gegen die vorbringen, die die gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, sondern gegen die, die sie einräumen. Da hat er recht. Zweitens, Fahrlässigkeit.
Was heißt das? Ich darf ebenfalls zitieren. Das Strafrecht sagt, fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er unter Berücksichtigung seiner persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und den Umständen verpflichtet und imstande ist. Auf unseren Fall übertragen heißt das, der Angeklagte war als ein Mann, der ein Schweißgerät in der Hand hat, verpflichtet, die unmittelbare Örtlichkeit der Schweißnaht zu überprüfen und die umliegenden Teile auf die ausstrahlende Hitze hin zu berücksichtigen. Das hat er getan, kein Zweifel. Dieser Sorgfalt ist er also nachgekommen. Dass der Gummi in der Silentbüchse dennoch verschmorte, rein optisch ist sie ein Metallstück und scheinbar unempfindlich gegen indirekte Hitze, setzt aber die Kenntnis von Aufbau und Funktion einer Silentbüchse voraus. Diese Kenntnis hat der Angeklagte aber nicht gehabt. Folglich war er gar nicht in der Lage zu begreifen, dass hier ein wesentlicher Funktionsteil beschädigt werden könnte. Zur strafrechtlichen Schuld aber gehört eben die Kenntnis aller Umstände, die den Tankwart im Sinne einer vernachlässigten Sorgfaltsleistung verantwortlich machen könnte. Die Kenntnis aller Umstände, wie gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass das Gericht ebenso wie ich zu der Auffassung kommen wird, dass der angeklagte Speyer freizusprechen ist. Nie im Leben lasse ich wieder was bei einer Tankstelle machen. Ach, die sind doch nicht alle so. Das gibt's doch nicht. Doch, ein Tankwart darf nicht nur Autos reparieren, von denen er nichts versteht. Er darf sie sogar falsch reparieren, wenn er nachweisen kann, dass er die nötigen Kenntnisse nicht hatte, um richtig zu reparieren. Das ist ein tolles Ding. Das kann man wohl sagen. Aufforderung zum Fusch ist es. Sei doch ruhig, Junge, Junge, Junge. Rüber bitte. Er darf, Vati. Herr Rechtsanwalt, wenn der so gut ist wie der andere, kann sich da Ihre Schwoje. Hohes Gericht, worum geht es in diesem Prozess? Es geht um einen schweren Verkehrsunfall, geschehen am Spätvormittag des 21. Oktober auf der Landstraße von Darmstadt nach Messel. Die Schuldigen für diesen Unfall sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Schuldigen auch angeklagt worden sind. Das aber ist unterblieben. Stattdessen wurde der Straßenbahnschaffner Göbel angeklagt, der, wie ich darlegen werde, auch nicht das Mindeste mit dem Unfall zu tun hat. Der ist besser. Die Anklage wirft meinem Mandanten vor, er habe den Unfall in der Waschhalle verschwiegen. Wieso Unfall? Nicht jede Gewalteinwirkung, die zu einer Beule im Türblech führt, ist gleich ein Unfall. Als ein Unfall im strafrechtlichen Sinn ist eine Gewalteinwirkung nur dann anzusehen, wenn dadurch die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigt wird. Dies aber war bei dem Fiat von Herrn Göbel nicht der Fall. Der Wagen war auch nach dem Abrutschen von der Hebebühne in dieser Hinsicht völlig intakt. Und der Gummi in der Silentbüchse wurde erst bei der Reparatur beschädigt. Wovon sollte also mein Mandant Mitteilung machen? Von einem Unfall, der gar kein Unfall war? Oder von einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, die noch gar nicht stattgefunden hatte? Und von der er nichts wusste, als sie dann geschehen war? Das alles sind doch Schuldkonstruktionen, Herr Staatsanwalt, die in sich selbst zusammenstürzen. Auch der Vorwurf der Anklage, mein Mandant habe es zugelassen, dass ein unqualifizierter Arbeiter die Reparatur ausführte, ist ohne strafrechtliche Substanz. Wie wir gehört haben, darf ein Tankwart reparieren, also durfte Herr Göbel auch sein Auto von dem Tankwart reparieren lassen. Im Rahmen der Unerheblichkeit schon einmal voll und ganz, und Blechschäden sind unerhebliche Schäden, wie der Herr Sachverständige uns erklärte. Überdies durfte er darauf vertrauen, dass der Tankwart seine eigenen Grenzen selbst abzuschätzen weiß und ihm gegebenenfalls Mitteilung macht, dass bestimmte Arbeiten nur von einem Fachmann ausgeführt werden können. So wie Herr Speyer dies bewies, als er eine Einbrennlackiererei mit den Lackarbeiten beauftragte. Dass Herr Speyer sich dann überschätzte, dass die Reparatur fehlerhaft ausgeführt wurde, Hohes Gericht. Für eine fehlerhaft ausgeführte Reparatur kann kein Auftraggeber der Welt einstehen. Das führt in Bereiche der menschlichen Unzulänglichkeit. Und die sollte nicht bei Dritten gesucht werden, sondern bei denen, die sie demonstriert haben, die durch ihre Handlungsweise oder durch ihr Unterlassen diesen Unfall, der uns hier beschäftigt, nicht nur ursächlich, sondern auch schuldhaft herbeigeführt haben. Welche Anhäufung von Missständen treffen wir denn hier an? Was hat beispielsweise der Meister des Autohauses Neubert getan, nachdem Fräulein Bach monierte, das Auto fährt so komisch? Hat er es untersucht? Nein,
Das hatte er ja schon zuvor getan, als es darum ging, Mängel zu finden, die möglicherweise den Preis für die Hereinnahme des Wagens nach unten drücken konnten. Danach durfte dann Herr Göbel das Auto weiter benutzen. 6 lange Wochen. Ohne dass anschließend das Fahrzeug noch einmal einer Inspektion unterzogen wurde. Das Auto wurde lediglich TÜV-fertig gemacht, wie man das so nennt. Und Fräulein Bach erhielt es mit dem Prädikat Garantie nun wohl als Begründung für die Anhebung des Preises. Denn effektiv wurde nichts, aber auch gar nichts getan, um diesen Anspruch zu rechtfertigen. 9 Arbeitswerte genügen, hat uns der Chef des Autohauses erklärt. Das sind 45 Minuten einschließlich Probefahrt. Verbleiben 20 Minuten für den reinen Werkstatttest. 20 Minuten für die Sicherheit. Mehr sieht die Kalkulation nicht vor. Und als Fräulein Bach erneut darauf aufmerksam machte, dass mit dem Auto etwas nicht stimmt, wurde auf den TÜV verwiesen. Dabei wissen die Herren, die in diesem Geschäft versiert sind, genau, was es mit der TÜV-Plakette auf sich hat. Der TÜV macht lediglich eine Fahr- und Funktionsprüfung im Rahmen seines Aufgabenbereichs. Es wird also weder eine Achs- noch eine Spurvermessung durchgeführt. Und dadurch allein hätte beispielsweise herausgefunden werden können, ob der Rahmen des Wagens durch das Abrutschen von der Hebebühne verzogen worden war oder nicht. Es wäre jedenfalls eine Fülle von Möglichkeiten ausgeschlossen worden, die den Rechtszug des Wagens hätte bewirken können. Nichts gegen die Leute, die beim TÜV arbeiten. Und nichts gegen ihr Bemühen, die Schwarzen von den weißen Schafen zu trennen. Aber rechtfertigt denn die Plakette den Wert, den wir ihr beimessen, so muss man doch fragen, wenn man sich in dem eben geprüften Wagen das Genick brechen kann? Hohes Gericht, ich bitte eindringlich zu überdenken. Das alles sind Fachleute, die von der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit eines Fahrzeugs ungleich mehr verstehen als der Angeklagte Göbel. Sie alle waren nicht nur in der Lage, sondern von Berufswegen dazu verpflichtet, alles zu tun, um einen möglichen Unfall zu verhindern. Mit welchem Recht, das soll man mir bitte beantworten, lässt man Autospezialisten laufen und erhebt Anklage gegen einen Straßenbahnschaffner? Er ist als Halter eines Fahrzeugs doch wohl nicht allein schon deshalb schuldig, weil er der Halter ist. Ich beantrage Freispruch. Ich darf jetzt nichts sagen. Wir sollen Fehler finden, die selbst der Sachverständige nicht feststellen konnte, obwohl er den Wagen in seine Bestandteile zerlegt hat. Damit ist der Erich raus. Ja. Die einen werden nicht angeklagt, die anderen am Ende freigesprochen. Herr Speyer, Herr Göbel, Sie haben das letzte Wort. Wollen Sie noch etwas sagen? Nein. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Schönen Dank. Das dürfte ja eigentlich reichen. Ich glaube, wir können ganz guten Mutes sein, Herr Göbel. Nur diese eine Bemerkung von Ihnen bei der Beweisaufnahme, die macht mir noch ein bisschen Kummer. Aber vielleicht hat sie ja der Richter überhört. Wie lange beraten die ihn jetzt? Och, das kommt ganz darauf an, wie schnell Sie sich einigen können. Haben Sie denn keine Versicherung für Ihren Betrieb abgeschlossen? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Wie viel sollst du bezahlen? 1000 Mark. 40 Tagessätze à 25 Mark, hat der Staatsanwalt beantragt. Kriegt die denn das, Fräulein Bach? Die kriegt der Staat. Was Fräulein Bach bekommt, wird in einem Zivilprozess entschieden. Und da handelt es sich unter Umständen um 5-stellige Summe und mehr. Und Fräulein Mettler hat ja auch noch Ansprüche. Ja, deswegen ist mir das Urteil ja jetzt so wichtig. Ja, ist nicht ohne Bedeutung. Klaus scheint es nicht zu schaffen. Der kommt nicht. Er hat jetzt diesen Job, Moni. Den hatte er, als ich im Krankenhaus lag, auch. Tut's weh? Mm-mm. Nur das lange Sitzen. Wenn Sie diese Dinge schon in Ihrer Zeitung behandeln müssen. Ich bin Journalist, Herr Dietz. Und hier ist doch einiges von allgemeinem Interesse. Dann seien Sie wenigstens objektiver als dieser Verteidiger da. War das unrichtig, was der gesagt hat? Garantie und so? Ich habe leider nicht die Möglichkeit, es ihm auf die gleiche Weise zurückzugeben. Aber es liegt doch auf der Hand. Wir geben Garantie für Gebrauchtwagen. Folglich müssen wir gerade stehen für das, was in dieser Zeit mit den Autos passiert, pauschal gesagt. Also sind wir doch schon in unserem eigenen Interesse daran interessiert, erst gar nichts passieren zu lassen. Das ist doch dummes Zeug. Und für versteckte Mängel kann man schließlich nicht uns verantwortlich machen. Scheint klar. Das ist nicht von der Hand zu weisen, denn gründlich wird mit Gebrauchtwagen sicher nicht überall verfahren. Natürlich nicht. Aber Schuld haben,
und im strafrechtlichen Sinne schuldig sein. Das sind leider zwei Paar Stiefel. Aber das widerspricht doch jeglichem Gerechtigkeitsempfinden. Gerechtigkeitsempfinden, Frau Hauser, ist eine zu fragwürdige Größe, als dass man sie zum Maßstab für ein Urteil nehmen kann. Sie wollen nicht, dass Justitia blind ist. Sie wollen, dass sie ein Auge zudrückt. Sie sind Jurist, Herr Vorsitzender. Sie kennen die Paragraphen besser als ich. Ich frage mich nur, ob es richtig sein kann, dass wir nach dem Buchstaben des Gesetzes urteilen, wenn zum Schluss zwei Fehlurteile dabei herauskommen. Das eben bestreite ich. Aber ganz abgesehen davon, wonach wollen Sie sonst vorgehen, wenn nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes? Und so schlecht sind die Gesetze nicht, dass sie plötzlich auf unseren Straßenbahnschafter nicht mehr passen sollen. Aber Herr Vorsitzender, ich meine doch im Verhältnis zum Tankwart. Auch im Verhältnis zu dem Tankwart. Oder wie werten Sie sonst die Aussage von Herrn Göbel, das Auto hat nicht mehr so gebremst wie vorher, wirklich? Das hat er gleich richtig gestellt, Herr Vorsitzender. Er meinte, er hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und zwar auf der kurzen Strecke zwischen der Tankstelle und dem Autohaus. Ich will ihn nicht unbedingt verteidigen, Herr Vorsitzender. Aber wenn mein Auto neue Bremsbeläge drauf hat, dann bremst es auch nicht mehr so wie vorher oder nach der Unterbodenwäsche. Er war unsicher, war er nicht? Ja, eben. Und warum hat er das verschwiegen? Weil er das so deutlich gar nicht gemerkt hat. Und Sie werden lachen, Herr Vorsitzender, das nehme ich ihm sogar ab. Aber ich nicht. Für ihn ist ein Umstand evident geworden, der ihn als Besitzer hätte zwingen müssen, darüber nachzudenken, ob durch das Abkippen auf der Hebebühne nicht ein wichtiges Element der Bremse oder der Lenkung beeinträchtigt wurde. Könnte man nicht sagen, in dubio pro reo, Herr Vorsitzender? Nein. Ich kann nicht mit verbalen Tricks eine Schuld in Zweifel ziehen, um dann im Zweifelsfall den Schuldigen freizusprechen. Nein, nein. Hier machen Sie sich etwas leicht, Herrschaften. Bedauern. Mensch, das dauert vielleicht da drinnen. Ja, wenn die nicht bald kommen, müssen wir fort. Ich werde eine Strafe in den Tankwart basteln. Kann für dich nur gut sein. Wenn ich dran denke, was im Zivilprozess noch auf mich zukommen kann, dann wäre das nur zu hoffen. Der hat ja auch mehr als du. Der kann ruhig mehr zahlen, der Tankwart. Wenn das Urteil hier verbindlich wäre für den Zivilprozess, aber das sind doch zwei verschiedene Sachen. Wenn die mich hier verknacken, dann bin ich als vorbestraft abgestempelt. Herr Staatsanwalt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die gucken alle nur auf mich. Du tust gerade so, als wärst du der Einzige, dem sowas passiert ist, vor Gericht zu stehen. Auf der Bank hier habe ich schon ganz andere gesessen. Dem Tankwart steht doch die Schuld im Gesicht geschrieben. Gucken dir doch nur an. Ich möchte es morgen kommentieren. Deshalb interessiert mich, was versprechen Sie sich von der Forderung, dass der TÜV neben der bekannten Fahrenfunktionskontrolle auch eine Achs- und Spurvermessung durchführt? Gibt das mehr Sicherheit? Wenn es durchführbar wäre, aber das ist es ja nicht. Die sind doch jetzt schon hoffnungslos überlastet. Im Übrigen hat, soweit ich mich erinnere, der Verteidiger lediglich verlangt, dass der Wert der TÜV-Plakette in der Öffentlichkeit auf jenes Maß reduziert wird, dass der TÜV-Kontrolle effektiv entspricht. Und das ist richtig. Die Plakette darf nicht in jedem Fall ein verkaufsfördernder Faktor sein, wenn wir wissen, dass der TÜV gewisse Teilbereiche eines Fahrzeuges gar nicht kontrolliert. Und das bleibt doch im Rhetorischen stecken. Wie wollen Sie das in der Öffentlichkeit erreichen? Beispielsweise durch Sie. Ich bitte wieder Platz zu nehmen. Wie man es auch dreht, der Straßenbahnschaffner bleibt der Dumme. Erst hat ihm der Tankwart das Auto demoliert, dann hat er es ihm falsch geschweißt. Aber wie wollen Sie den Tankwart fassen? Das ist es doch. Ungesetzliches getan. Wenn Sie jeden bestrafen wollen, der seine Arbeit mangelhaft ausführt. Aber Herr Dietz, was sind denn das für Zustände? Bei uns darf jeder machen, was er will. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann auch jeder macht, was er will. Aber Herr Brenzberger, überlegen Sie doch mal. Wer ist denn Ihr Favorit? Dazu möchten wir uns nicht äußern. Ich verkünde das Urteil im Namen des Volkes. Der Angeklagte Speyer wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens trägt insoweit die Staatskasse, einschließlich der notwendigen Auslagen. Der Angeklagte Göbel wird wegen fahrlässiger Körperverletzung an zwei Personen strafbar nach den Paragraphen 230, 232 des Strafgesetzbuches zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 40 D-Mark verurteilt.
Die Kosten des Verfahrens bezüglich des angeklagten Göbel werden ihm angelastet, einschließlich seiner notwendigen Auslagen. Komm, wir müssen gehen, wir kommen zu spät zum Dienst. Das ist doch der blanke Hohn. Begründung. Das Gericht konnte dem Angeklagten Speyer eine fahrlässige Handlungsweise nicht nachweisen, weil keine Umstände festgestellt werden konnten, die den Angeklagten in Richtung einer Sorgfaltsleistung zu einem anderen Verhalten gezwungen hätten. Der arme Kerl kriegt's ab und den Fuscher lassen sie laufen, samt den anderen, die Dreck am Stecker haben. Er hat's verschwiegen. Was? Hat er's gewusst? Na und wenn? Hättest du dich anders verhalten? Ich glaub nicht. Also. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der angeklagte Göbel massive Hinweise auf ein nicht funktionsfähiges Fahrzeug hatte im Vergleich des Fahrverhaltens vor und nach der Reparatur. Und aus diesem Gesichtspunkt war der Angeklagte dem nachfolgenden Besitzer offenbarungspflichtig. Deshalb mussten wir den angeklagten Göbel für schuldig befinden und ihn verurteilen. Herr Göbel, Sie haben die Möglichkeit, gegen dieses Urteil innerhalb einer Woche schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle Berufung einzulegen. Das Weitere werden Sie mit Ihrem Anwalt besprechen wollen. Die Verhandlung ist geschlossen. Das habe ich erwartet. An dem Göbel bleibt alles hängen. Das kostet den noch viel. Jedenfalls gratuliere ich Ihnen. Dankeschön. Na, jetzt lachst du wieder. Naja. Ihr könnt ja in die Berufung gehen, aber... Oh, nee, danke. Das hier hat mir gereicht. Ich zahle jetzt die 2000 und was dann auch auf mich zukommt. Naja, das wissen Sie besser als ich. Sicher, sicher, aber wissen Sie, ein Zivilprozess kann auch ganz anders ausgehen. Ach, nee. Auf einmal? Na, ich habe von einem Fall gehört, der zahlt schon... Über 15 Jahre. Ganz so schlimm wird es schon nicht werden. Es tut mir leid, aber wissen Sie, dieser eine blöde Satz... Ach, Herr Doktor. Irgend so einen Satz finden die doch immer. Naja, wir können das ja noch mal in Ruhe besprechen. Rufen Sie mich doch morgen oder übermorgen in meiner Praxis an, ja? Habe ich Sie da ja auch nicht verstanden. Warum haben Sie das von dem Unfall nicht gesagt? Sie hatten den Wagen doch schon verkauft. Was hätten Sie denn riskiert? Das, was die mir abgezogen hätten für einen Unfallwagen. 200, 300 Mark, das hätte ich riskiert.